Herzlich willkommen zu einem neuen Video. War ein bisschen anderes Video. Ja, es gab ja gut gefühlte, und einfach, wie ich sage es einfach wie es ist, es waren jetzt 4 oder 5 Monate eine relativ große Pause bei mir. Kam gar nichts mehr auf meinem Channel. Ich glaube, das letzte habe ich im November hochgeladen und das möchte ich jetzt wieder ändern. Ich habe vor, ein bisschen Hearthstone Videos zu machen. Ich möchte auch, wenn es vielleicht gut ankommt, ein paar WoW Videos machen, sei es Gold Videos oder einfach Farm Spots. Ob ich nochmal Minecraft bringe, weiß ich jetzt noch nicht, aber The Legend of Zelda Majora's Mask werde ich demnächst auch wieder aufgreifen. Das haben wir auch nicht mehr weitergespielt. Aber heute geht es erstmal um Hearthstone und die Tage vielleicht oder nächste Woche mal wieder um Shakes and Fidget. So, wir haben jetzt den 9.4. 5 nach 7, 19.06 Uhr oder 5. Und die neue Hearthstone-Erweiterung ist jetzt vor 5 Minuten online gegangen. Musik schalten wir mal aus. Und hiermit beginnt auch das Jahr der Drachen. Heißt, sehr viele Decks werden sich verändern. Reise nach Ungoro, Ritter der Frosttones und Kobold der Katakomben werden komplett aus dem Standard-Duell-Stil rausgenommen und wandern in den Wilden. Wie schon gesagt, einige gehören jetzt auch zu den Wilden. Verdammniswache gehört jetzt auch zu den wilden Formaten. Kreislauf der Natur, göttliche Gunst. Die Metakarten, aber darum geht es ja heute nicht. Ich spiele persönlich. Ihr habt schon ein Standarddeck, aber ihr könnt in eurer Sammlung jederzeit weitere erstellen. So, jetzt lass mich erstmal wieder hier zum Spielen. Ich spiele nie Standard, ich spiele immer Wild, weil man da spielen kann, was man möchte, ohne Einschränkungen. Aber was wir jetzt machen werden, ist mal ein Kartenpack-Opening und gibt jetzt auch die Schattenpacks. Da werden wir uns jetzt auch noch ein, zwei genehmigen. Ich habe noch ein bisschen Battle.net-Guthaben übrig. Gut, dass man mein Passwort nicht sieht. Das ist schön, dass es ausgegraut ist. Oh, das gibt's nur einmal. Schade. Zeitlose Klassiker. Verschwörung der Schatten. Können wir uns das noch leisten? Wir haben 17 Euro noch. Nein. Dann gibt's noch das 9er Pack. Zweierpack werden wir uns noch genehmigen. Und noch ein Zweierpack. Und ich habe auch ein bisschen Gold von dem Spiel aufgehoben. Heißt, wir können uns auch noch so 8 Päckchen kaufen.
Na gut, die Server hinken heute dezent hinterher. Wenn auf der ganzen Welt jetzt die Leute auf das Spiel zugreifen, war ja auch schon eine Warteschlange von 10 Minuten jetzt für mich, bis ich rein durfte, gefühlte. Oh, vier Päckchen noch. Ich gebe uns mal wieder ein bisschen Musik. So, drei Päckchen noch. Kann das Kartenpack-Opening mal losgehen? Oh, das letzte Kartenpack kaufen und dann können wir loslegen. Ja, super, hat geklappt. Wir machen jetzt noch das Spiel ein bisschen lauter. Müsst ihr hinkommen, genau. Wir haben hier jetzt einige Päckchen zum Öffnen. Die habe ich jetzt bekommen, indem ich für 50 € und für 80 € hier jeweils so Vorverkaufspäckchen gekauft habe. Und da werden wir jetzt viel Spaß haben, die zu öffnen. Aber ich glaube, das Spiel hängt. Eichhörnchenträgerin, alle 2 Eichhörnchen. Toggle-Wuchsplan. Das ist eine geile Karte. Sicherheitssystem. Luft ein Tresor. Spott dabei. Aha. Kabelratte, Übeltreter. Also mit den aufwertbaren Karten, diese Plankarten, da kann man bestimmt was Geiles anfangen mit.
selten. Oh. Legendär. Barista Mel. Behaltet eine Kopie jedes Mal. Schreibe auf die Hand. Okay. Kampfschrei-Diener kopieren und auf die Hand. Das klingt doch okay. Vierte Pack war das jetzt. Und da kommt gleich mal eine Leggy raus, gell? Jedes Mal jetzt habe ich dann zu viel Zeltier, weil das 3 kostet. Ich werde das Kartenpack-Opening hier auch auf 2 oder 3 Teile schneiden müssen. Also nicht wundern, wenn es manchmal ein bisschen abrupt endet und wieder anfängt. Es dauert hier doch ein bisschen länger. Selten. Zaubertrick dann nicht. Okay. Selten. Buchzeug. Das ist aber ein bisschen teurer. Karte, ey. Selten. Die Bestie ist los. Schnüffler der Röbelbande. Selten. Das Abenteuer ruht wieder. Okay. Wenn man nur große Diener hat, ist es schön. Gott, der Schild und komm. Hexengebräu stellt 4 Leben wieder. Diesen Zug wiederholen und einsetzbar. Also, so wie Echo. Selten. Zauber kosten 1 mehr, aber plus 3 Zauberschaden. Hätte ich mir ein bisschen angenehmer vorgestellt, wenn ich jetzt ehrlich bin. Dass die Server so hinterherhinken. Selten.
Mana-Zyklon. Für jeden Zauber, den ihr in diesem Zug gewirkt habt, einen zufälligen Magierzauber auf die Hand. Das ist gut. Die Karte ist eigentlich relativ geil für meinen Questmagier. Selten! Mandetta. Episch! Okay, das war bis jetzt das beste Pack von allen. Zwei Lila, ein Blau. Selten! Heroische Gast. Spott, Kampfschreier, 2-2 für jeden anderen befreundeten Dieter. Heißt, wenn das Spielfeld voll ist mit 6 Dienern und die der siebte wird, kriegt sie 12-12 mehr drauf, dann wäre sie für 8 Mana ein 16-16 Monster. Was gar nicht so verkehrt ist. Was? Lebenszug, Eifer und Windzorn. Heißt, kann man gut Leben herstellen, und zwar im Angreifen im Zug. Heißt, Glockenschlamm ausspielen, mit dem Magier die Heldenfähigkeit drauf und hat man zwei von denen. Kriegermesh. Plus 1, wenn ihr ein Geheimnis kontrolliert. Paladin. Alles klar, wir machen hier mal schon mal den ersten Cut und sehen uns gleich wieder.